Hallo und herzlich willkommen, meine lieben Freizeitstrategen da draußen, hier zurück zu Total War Warhammer 2. Wir müssen hier eine Schlacht schlagen, weil das Spiel der Meinung ist, dass ich ansonsten dadurch jede Menge Chamäleonschleicher verlieren müsste. Und irgendwie sehe ich das nicht so richtig ein, weil warum sollte ich? Ja, wir greifen jetzt hier Quenelle an und das ist das, was in dieser Stadt drin ist. Die Bian-Kämpfer werden halt als Konter gewertet. Und weil unsere Chamäleonschleicher auch als Nahkampfeinheit zählen, naja, gehen die halt in dieser Rechnung einfach mal so drauf. So, wir machen jetzt hier Folgendes. So, zack, zack. Ihr seid auf der Flanke, Jungs. Währenddessen ihr die zweite Linie bildet. Ihr seid da vorne. Und der Quetzalcoatl, der fliegt hier. Und der hat ja so eine coole Fähigkeit. In Bewegung schießen kann der... Der hat tatsächlich Chamäleon-Skins oben drauf, oder? Nee, Quatsch, ich habe den falschen hier ausgewählt. Ja, der Quetzalcoatl hat mich gerade gewundert, was, ja, wann können der schießen? Genau, der tarnt nämlich hier die Einheiten um ihn herum. Das ist mega gut. Das ist sogar super duper mega gut. Allerdings auch unnötig kompliziert. So, ihr seid beide hier. Und damit beginnen wir die Schlacht, Freunde. Gehen wir jetzt erstmal hier auf das offene Feld. Und locken wir den Feind schon mal an. So. Man sieht da das Feld des Quetzalcoatl, ne? Aber irgendwie... Irgendwie weiß ich nicht so recht, wie ich das sehen soll. Also den jetzt zu benutzen, um Einheiten unter ihm zu tarnen. I don't know. So, ich hätte gerne diesen niedrigen Kettenblitz. Diesen niedrigen, genau, vor allem niedrig. Den niederen Kettenblitz ist hier mal hingecastet. Vielleicht treffe ich ja was. So, schön, jetzt mal alle dahin. Und dahin. Ja, sie haben es typisch für die KI einfach mal wieder geschafft, dem ganzen Scheiß auszutänzeln, ne? Das ist das, was die KI wirklich formidabel kann. Nerven. So, komm, ihr geht da jetzt rein. Und dann machen wir jetzt hier mal so ein bisschen Action an der Stelle hier. Das waren eine Menge, die da gerade draufgegangen sind. So, komm, dann geht er auch noch mit rein. Also viele haben die ja jetzt schon nicht mehr. Das ist ja so bitter, wie es sein kann für die. Du gehst denen jetzt hier in den Rücken. Du gehst da so dazwischen.
Hier gewinnen übrigens tatsächlich die Heiligen Kroxigore gegen Speerträger, ne? Da reicht der Konterbonus nicht aus. So, die rennen jetzt gleich weg. Dann greifen wir hier noch an und da. Und jetzt bin ich der Meinung, dass jetzt endgültig mal hier den Kommandanten noch ausschalten. Aber ich glaube, sie sind gleich erledigt. Jawohl. Man merkt halt, sobald die KI ja diese High-End-Einheiten hat, sind die super krass zäh zu besiegen. Das nervt manchmal. Aber ihr seht, ne, gibt keinen Grund jetzt hier anzunehmen, warum man jetzt hier Einheiten verlieren sollte. Aber halt nur deswegen, weil die KI ja der Meinung ist, hey, ich werf die jetzt direkt mal direkt in die Front, weil die haben ja eine gute Nahkampfabwehr. Ne, und die gelten halt als Anti-Large und wahrscheinlich werden die zurückgehalten. Also das Spiel hat da ganz komische Präferenzen. Ganz komische. Garun Kani! So, damit gehört uns auch wieder Quenelle und damit auch so ein bisschen das von den Gegnern eroberte Hinterland. Dann müssen wir wieder Paravor holen und wenn wir Paravor haben, müssen wir eigentlich Helmgard nehmen. Und wenn wir Helmgard nehmen, haben wir wieder so einigermaßen so eine abgesichertere Position. So, wir haben jetzt da oben, die sind eine Siegerungen. Und eigentlich wollten wir weiter nach Hochelfenland. Jetzt ist die Sache allerdings noch ein bisschen komplizierter, na, wie ich es eigentlich ursprünglich sogar befürchtet habe, kompliziert. Ich will nicht, dass die hier überleben. Ey, das Spiel sagt, es wird ein Pyrosieg. Sag mal, Spiel, wer programmiert das eigentlich? Entschuldigung, aber wenn ich sowas sehe, dann ticke ich auch kurz mal aus. Ich bitte um Entschuldigung. Ich meine, schaut euch das doch mal an. Wer soll denn? Das mache ich doch alleine mit den Chamäleon-Plänklern weg. Das ist doch nicht zu glauben. Oh mein Gott. Ah, ja, wie gesagt, die Programmierer wissen das wahrscheinlich gar nicht, dass das so passiert. Sie wissen es, aber sie wissen wahrscheinlich nicht, wie sie es ändern sollen oder sowas in der Art und Weise. Also ich nehme jetzt hier erstmal 3 Stück davon und verstecke sie in diesem Wald. Dann nehme ich 3 Stück davon und verstecke sie in diesem Wald. Und dann nehme ich noch einen und verstecke ihn in diesem Wald. Und der Rest ist das, mit dem wir arbeiten werden. Ei, ei, ei. Dich packe ich dahin. Und dich dahin. Abwarten. Klar, ich verliere hier natürlich sogar nochmal was. Cool. So, go. Ihr geht dahin. So, schweige gerade eben absichtlich so ein bisschen. Also ihr seht, ne, wie sollen die denn hier irgendwas wuppen hier mit ihrem komischen Verein? Die sind doch tot, bevor hier irgendetwas anderes passiert. Yeah.
was mache ich denn da? Ihn erstmal durchlassen wäre nicht schlecht. Na, diese Explosionsdinger da tun dem halt auch echt weh, dem Panzer. Wie man sieht. Das ist der Einzige, der noch da ist. Jetzt kommen noch die anderen Geschosse an und machen ihn hier fertig. Jetzt senken wir noch seine Nahkampfabwehr, dass er noch leichter down geht. Komm, wir drücken noch ein Feuerball ins Gesicht. So, und jetzt kämpft er sogar noch gegen das Teil. Und tschüss. Ja, ich sehe den Pyrus-Sieg echt vor mir. Also in einer Horrorvorstellung vielleicht. Wie soll denn das funktionieren, ey? Das funktioniert nur dann, wenn die alle komplett sich leer schießen dürfen, ne? Die haben nicht eine Nahkampfeinheit gehabt, bis auf ihn. Wer soll denn das hier aufhalten? Oh Gott. Aber immerhin sieht man jetzt vorher, ne? Früher hätten wir einfach geklickt und wären wahrscheinlich, insbesondere im legendären Modus, einfach durch die Decke gegangen. Aber selbst, aber auch das empört mich, Leute. Auch das empört mich, weil es nicht sein darf, was wir hier gerade eben erlebt haben. Es darf in meinen Augen nicht sein, dass hier so etwas passiert. Das will mir hier auch zum Beispiel einen knappen Sieg verkaufen, das Spiel. Das ist doch... Das ist halt noch eine viel schlechtere Truppe als das gerade eben. Nur, dass sie halt noch den Balthasar Geld dabei haben. Den Balthasar Geltungsdrang. Oh Gott, ey. Also, ganz im Ernst. Ja. Ihr bleibt mal da oben, ne? Euch brauchen wir nicht. Sag ich jetzt mal ganz ketzerisch, euch brauchen wir nicht. Das Krasse ist halt, dass der Balthasar sogar noch nicht mal irgendwie fliegt. Der ist sogar noch am Boden. Ja, also das hier hat gut Schaden gemacht, keine Frage. Entschuldigung. Das war's für die. Leider kann ich den Balthasar jetzt hier nicht noch weiter erwischen. Der ist zu schnell. Wie man sieht. Auch die Giftattacke kann ihn nicht mehr aufhalten. Aber wir ballern ihn doch noch ganz gut runter. So, das war's. 90 Mann Verluste und das meiste waren halt auch noch dann von ihm. Ne, also die haben halt nichts gemacht, die normalen anderen Einheiten. Das sieht man. Eieiei. Das Spiel will mir dann knapp einen Sieg reindrücken. Da regt er vom Pyrus-Sieg. Also ganz im Ernst, das ist unfassbar. Sir Eureka!
Und da fliegt er auch um. Balthasar Geldviertel besiegt, das ist doch gut. So, jetzt haben wir diese Burg Artois-Sache. Oh Gott. Jetzt kommst du erstmal nochmal nach Hause. Den regenerieren müssen wir sowieso nochmal ganz, ganz kurz einen Turn, bevor wir hier weitergehen. Aber wir haben jetzt immerhin schon mal hier diesen Angriff abgewehrt. Dem Imperium nochmal ein bisschen Schaden zugefügt. So, hier gibt es nochmal ein Level-Up. Ja gut, das ist wieder so ein sinnloses Level-Up. Hier haben wir auch ein Level-Up. Das geht an diesen Agenten, der auch gerne agentisch weiter aktiv sein darf. Oh, da gibt es jetzt ein paar Helden. Schaffst du das, die hier wegzumachen? Nö. Und du? Auch nicht. Ja, dann auf nach Al-Haik, ne? Den Laden einfach mal hops nehmen. Wisst ihr, und da bekomme ich überhaupt keine Nachteile gerade immer. Da habe ich gerade eben einfach mit schlimmeren Dingen gerechnet. So, Al-Haik ist unser. Und damit quasi eine der Schlüsselstädte hier in der direkten Umgebung von Arabia. So, den bauen wir da noch rein. Dann diesen Punkt hier. Ja, sind wir immer noch hier unten am Start, ne? Darf ich jetzt mal mit dir dahin gehen? Die Zwerge haben hier keine nennenswerte Armee. Trotzdem habe ich vor, sie nächste Runde, bevor sie irgendwas aufbauen, zu attackieren. Dann gehen wir hier direkt auf El Kalabat. Was Fisch aus dem Glas angeln ist. El Kalabat kann direkt auf Stufe 3 hoch. Das ist gut. Das lassen wir so. Danach werde ich wahrscheinlich Wadi holen und dann Sudenburg. Oder nehmen wir mal Wadi. Ja doch, das ist ein wichtiges Dreieck hier. Ich hätte gerne hier nochmal eine Armee mehr, aber man kann nicht alles haben. Eine wichtige Erkenntnis im Leben. Mehr Einheitenerfahrung, jawohl. Der kleine Bursche hier. Kann man die Armee hier blockieren? Oh, wir haben tatsächlich eine feindliche Zwergenarmee hier plötzlich aufgetan. Die Frage ist, ob es die einzige ist. Natürlich, in dem Moment kann ich nicht... Ja, so typisch für dieses Spiel. Nicht blockieren bei 74%. Ja gut, aber die können hier nicht viel tun, ne? Die sind hier komplett ab vom Schuss. Brion geht auf Stufe 3 hoch. Die warten hier auf den nächsten Angriff. Hier geht es jetzt auch nur noch um Geld. Ja, das Salz brauche ich halt nicht, ne? So, Rote Wüste scheint mit der öffentlichen Ordnung langsam klar zu kommen. Bin mir nicht sicher, sieht fast so aus. Hexenhalle, da könnte ich auch noch mehr öffentliche Ordnung gebrauchen. Komm, ich baue diese Sachen, dann ist das Thema einfach endgültig mal durch. Gental. Gental will halt auch hoch. Und der hat hier sich ein Level-Up verdient mit der Aktion. Komm, noch mehr Armee blockieren lernen. Du, mein Guter, blockierst jetzt noch diese Armee. Leider nicht. Und damit geben wir schon wieder ab. Aber so langsam aber sicher haben wir hier... Ah, da schon mal... Auf der Geisterinsel ist schon mal keiner von den Hochelfen. Aber ich will da jetzt auf jeden Fall hin. Die Hochelfen müssen endlich weg. Das ist einfach so eine Fraktion, die uns die ganze Zeit immer wieder bedroht und nervt und stört und überhaupt und hast sie nicht gesehen. Wo kommen... Gerade eben haben wir diesen Miesling aller Mieslinge besiegt. Ne? Und schon wieder sind sie da. Es ist doch nicht zu fassen.
Es ist einfach nicht zu fassen, was hier abgeht. Schon wieder zwei Fullstack-Armeen von denen hier. Wie die hier die Truppen rausballern, ich breche ins Horn. Das Doof ist, ich habe ihn marschieren lassen. Ne? Wenn sie ihn angreifen, ist er dood. Und deswegen müssen wir diese Schlacht jetzt schlagen. Was soll ich sagen, ey, außer seufz. Ach ja, ach ja, ach ja. Wieder so eine High-End-Endgame-Armee. Man fragt sich halt echt, wo das Empire, also diese ganzen Bihan-Kämpfer herbekommt und ausbildet und überhaupt. Und hast du nicht gesehen, ne? Ich glaube, selbst ein moderner Industriestaat würde dann strauchen kommen. So. Da kommen unsere Verbündeten rein, da und da. Da ihre. Das Lustige ist, wir können mit den Jungs hier eigentlich schon direkt da vorne so ein bisschen Halligalli machen. Die Idee finde ich gar nicht mal so blöd. Okay, Pause. Ihr fliegt jetzt hier einfach mal drüber und guckt, was ihr hier so bomben könnt, ne? This would be my plan. Ihr Galöppel darüber. Du gehst da hoch. Du pumpst schon mal ein bisschen Magie. Und dann lass uns mal ganz langsam jetzt hier mal laufen. Vielleicht kriege ich ja hier schon eine epische Bombardierung hin. Die stehen hier doch eigentlich schon mal gar nicht so schlecht. Da hat schon der erste Nahkampfkontakt stattgefunden. Da müssen noch ein paar ihre Posi finden. Dich nehme ich mal raus, weil du kannst nicht bomben, du hast kein Ziel. Aber jetzt können wir hier schon mal abwerfen. Und du gehst dahin. Du greifst das da an. Du gehst da runterwärts. Also wir haben ja auf jeden Fall schon mal echt gut getroffen. So, jetzt muss ich nochmal kurz Pause machen, weil die anderen sind jetzt halt auch da, ne? Ihr rennt jetzt damit vor. Ihr rennt jetzt damit vor. Du rennst jetzt dahin. Du rennst jetzt dahin. Oh Gott, diese Crap-Truppe aus der Stadt. Rennt mal dahin. Du bitte dahin und du unterstützt diesen Kampf hier noch. Wir Slow Motion ein wenig weiter. Komm schon, komm schon, komm schon. Du charge jetzt da mit rein. Du hilfst da aus. Du gehst da mit rein. Da kommt nochmal die Nummer 5 jetzt hier ran. Okay. Nach wie vor ist diese Situation ja nicht super. Ich promete da jetzt mal hin. Und nach dem Komet. Moment mal, du musst da runter. Da ist richtig was los hier. Da muss ich ausweichen. Die stellen sich in den Weg.
Da hat's dir gerade zerlegt. Du fällst jetzt zurück. Du kannst natürlich noch bomben. Du fällst jetzt auch mal zurück. Du kannst ja auch noch bomben. Du pumpst Magie. So, du kannst es dir noch verfolgen. Dann greift ihr noch hier die Ritter des Imperiums an. Du gehst da noch mit hin. Boah, wie nah muss der denn für diese Aktion? Ich fasse es nicht. Jetzt endlich kann es. Der ist halt hier hängen geblieben an so einem einzelnen Ritter, ne? Deswegen ging das nicht. Da hinten kommt der Rest. Die fräsen wir gerade eben weg. Da ist noch so ein mieses Luminarium, das hier echt keiner braucht. Hier machen wir nochmal einen Kometen rein. Die kommen halt hier erst alle gerade eben an. Ich versuche die hier mal einfach mal abzuhalten. Naja, abhalten ist relativ. Nehmen wir es mal beschäftigen, das trifft's eher. Da hat noch mal ein Treffer gesessen. Schon wieder einer, den ich nicht eingeladen habe. Und wieder drüber fliegen zum Bomben. Du gehst dahin und dann dahin. Immer noch nicht genug Energie. Und der kommt auch gar nicht her, verdammt. Zu weit weg. Noch so viel Potenzial, das ich nicht nutze. Hilf mal mit. Ah, die wurden echt gefangen hier. Shit. Blöde Ritter. So komme ich halt nie nach Ultuan, ne? Das ist gerade eben das Ding. So kommst du nicht nach Ultuan. So, wieder ein bisschen Magie herzaubern. Geht da jetzt hin. Fliegt jetzt hier drüber. Die werden halt immer noch gekillt hier. Holt euch die da. Oh, das ist sehr gut. Die sind echt angekommen. Ich fasse es nicht. Die Kapf hat es nicht geschafft, aber die schon. So, keine Ahnung, wie viel das jetzt hier noch sind. Eieiei. Ich schicke die jetzt mal auf die da alle drauf. Die waren halt immer noch hier angegriffen. Ach komm, jetzt greife ich sie einfach an. Dann hilfst du noch damit. Du hilfst noch damit.
Das ist Imperator Karl Franz. Jetzt ist aus irgendeinem Grund im Nahkampf mit meinem Magier. Dann machen wir jetzt mal den fettesten aller Kometen drauf. Ihr fallt mal zurück. Ihr habt schon genug Schaden gekriegt. Weil das könnte sich lohnen. Hier treffe ich wahrscheinlich drei Einheiten. Jetzt muss er halt bloß endlich runterkommen in 2 Sekunden. Da ist er! Boom! Genau das wollte ich. So, dann mal her. So, die haben jetzt hier gleich ein weiteres Problem. Dann geht jetzt als nächstes auf die da los. Machen wir sie im Horrorfilm, ne? Die Vögel. Hahaha. Und schön weiter angreifen. Schlacht ist noch lange nicht vorbei. Versuche die Feinde jetzt hier irgendwie zu finden mit allem, was mir irgendwie vor die Flinte kommt. Damit ich sie endlich mit meinen Spezialfähigkeiten hier killen kann. Du rennst mal besser weg. Du musst da oben jetzt hier nicht sterben. Du kommst auch hier vor. Ich höre mal die Geschwindigkeit auf normal. Sag mal, warum dreht der sich so dumm? Der soll doch einfach nur dahin laufen. Ach, weil da was im Weg ist. Dies ist der Grund. Oh, das tut denen weh. So, jetzt zieht euch zurück. Es ist halt eine Schlacht mit Imperator Karl Franz, deswegen kämpfen diese ganzen Spacken, als ob sie 10-mal stärker wären, ne? Die hören halt nicht auf, obwohl sie eigentlich schon an mancher Stelle komplett verloren haben. Kommt mal hierher. So, du stehst hier immer noch rum und tust gar nichts. Keine Ahnung warum. Irgendwo ist noch Balthasar Geld. Ey, ich will jetzt wissen, wo dieser Miesling ist. Das kann doch wohl nicht wahr sein. Wer ist das? Irgend so ein Ritter. Da ist Balthasar. Komm, hol dir Balthasar. Ich habe keine Lust mehr auf Balthasar. Balthasar stinkt. Mach ihn weg. Entschuldigung an alle Balthasar-Fans, aber ich mag ihn gerade eben nicht. Das regt mich gerade auf. Was hier gerade passiert. Der hat de facto keine Truppen, aber das Spiel sagt, boah, guck mal, 50-50. So, ja, mit was denn 50-50? Ist de facto alles im Weglaufen von ihm. So. Wie er halt gerade die ganze Zeit zaubert, ne? Ohne Unterlass. Kosmos.
Bewege mich da jetzt raus. Hier auch. Ich habe keine Ahnung, wie viele Leute ich überhaupt noch habe. Aber ich glaube, Balthasar hat jetzt aufgehört. Ich habe nochmal so einen Zauber. Und den hätte ich gerne da hinten eingesetzt. Ah, nee, da kommen noch mehr von denen. Shit, 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 shit. Das läuft, muss ich anders machen. Hier wird auch nochmal hart gekämpft. Hier greift es da hinten an. Das Spiel vermeldet mir halt immer noch so eine 50-50-Kiste, ne? Jetzt mache ich den Karl Franz fertig. Der hat doch keine Chance im Nahkampf gegen Gorok. Ich sehe gar nicht mehr ausreichend Truppen für das Imperium, wie sie das noch regeln wollen. Vor allem schon gar nicht von der Art der Truppen. Ne, ihr seht, die werden jetzt hier von allen Seiten zusammengeschossen. Und erst jetzt merkt das Spiel. Oh, stimmt, da könnte was dran sein. Ach, stimmt, das sind ein paar Hellebardiere. Stimmt, denen kann man hier Geschossresistenz geben. Vergesse ich immer wieder. Ey, Karl Franz, es ist gut. Ladida. Jetzt verfolgen wir dich und dich und dich. So, die rennen jetzt hier endlich mal weg. Aber leider halt noch nicht alle. Kommt jetzt der Armilos? Kommt er jetzt endlich? Scheint so. Irgendwas will noch kämpfen. Die hier wollen noch kämpfen aus irgendeinem Grund. Ja, ja, wisst ihr, die sind nur nicht weggerannt in dem Moment, weil sie mich noch verfolgt haben. Da hat die KI gesagt, den kill ich noch, bevor ich fair irgendwie das Spiel beende. Das ist so oft so. Vor allem, weil die KI halt auch gerne noch solche Schlachten dann so... Es kommt schon die Meldung, dass vorbei ist und du merkst, da kommt in dem Moment noch ein Zauber runter. Also die KI zaubert auf die letzte tausendste Sekunde noch einen Zauber, damit nachdem die Schlacht rum ist, du noch Schaden kriegst. Dies ist so abfuckt manchmal. So, aber diesmal sind wir wirklich krass über die Zeit gewesen. Ja, komm, scheiß drauf. Pyrosieg. Und dieses Mal wirklich fatal. Also hier ist ja richtig was hops gegangen. Ja, also unser Angriff auf Ultuan wird schwierig. Und ich glaube echt, dass ich diese Truppen hier dann doch rausschmeiße. Die sind nicht so gut, wie ich gedacht habe. Ich werde es dann doch nochmal mit den...
Den Rotkamm-Skinks probieren, weil irgendwie scheinen die das ein bisschen besser zu können. Also, wahrscheinlich, weil sie rüstungsdurchdringenden Waffenschaden haben, ne? Die kann man höchstens so ein bisschen supportend noch einsetzen. Eieiei, ist das heftig. Aber immerhin haben wir das Imperium hier gerade eben nochmal, so Reikland, richtig schwer getroffen. Gut. Weil wir schon bei 40 Minuten sind, bedanke ich mich jetzt hier für eure Aufmerksamkeit. Beim nächsten Mal geht's weiter. Macht's gut, bis dahin, schöne Zeit. Tschüss und Ade. Ach, den machen wir noch. Aber jetzt wirklich. Tschüss und Ade.